Herzlich willkommen zurück in Sympathia City, der besten Stadt in ganz Minecraft. Head und Sünde planen heute ein neues Abenteuer und müssen sich deshalb dafür vorbereiten. Das Ziel ist eine Höhle abseits von Sympathia City, in der sie schon das ein oder andere Mal waren. Dort sollen sich zwei bestimmte Löcher befinden. Was sich in diesen Löchern befindet, seht ihr in diesem Video. Gerne ein Like da lassen und abonnieren nicht vergessen für mehr. Falls ihr noch auf der Suche sein sollt nach günstigen Spielen oder stark reduzierten Guthabenkarten, wie beispielsweise iTunes-Guthaben, dann checkt gerne mal meinen Partner aus, und zwar G2A. Der Link befindet sich in der Beschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück in Sympathia City, der schönsten und besten Stadt hier in Minecraft. Und ich bin gerade wieder im Whirlpool, denn es ist mega warm draußen. Schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare, wie warm es bei euch ist. Bei mir ist es gerade einfach 33 Grad. Leute, man kann es ohne Ventilator nicht mehr aushalten. Oder ohne Pool, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr macht, um euch kühl zu halten. Aber das soll gar nicht das Thema sein, Leute, denn ich bin auf dem Weg zu Sünde. Wir wollten nämlich heute ein paar Löcher erforschen. Und ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal zu Tim rüber und hol ihn mal ab, ne? So, Tim, Hallihallöchen. Hallo? Hallo? Du, ich hab dich schon erwartet, mein Jung. Ja, moin. Alles gut bei dir? Was machst du hier? Ja, du siehst, ich war ja lange Zeit im Urlaub und mein Garten, der ist ein bisschen verwesen gewesen. Frische ich mal ein bisschen das Feld auf. Ich denke, es hat was. Es ist moderne. Ja, das sieht schick aus, Leute. Wir können auf jeden Fall noch ein paar Sachen in Sympathia City ergänzen. Wenn ihr irgendwelche coolen Ideen haben solltet, könnt ihr das natürlich auch immer gerne in die Kommentare schreiben. Also, ab damit in die Kommentare. Und Tim, du kannst gerne mit deinem Gewächshaus nachher weitermachen, aber du weißt doch, was heute ansteht, ne? Nein. Ich wollte eigentlich heute den Garten weitermachen. Nee, wir müssen doch heute mal ein paar Löcher erforschen, Tim. Ah, du willst wieder buddeln gehen. Ja, dann gib mir aber noch 2-3 Minuten. Ich muss bisschen mein Inventar clearen. Mhm. Was soll ich irgendwas mitnehmen? Schaufeln am besten, ja, oder? Ich so sag mal Zeug? So, vielleicht ein paar Leitern. Wir bräuchten auch noch ein bisschen ein paar Fackeln, was zu essen. Ich würde sagen, ich fange doch einfach mal hier an. Wir brauchen ein bisschen was zu essen. Wir nehmen uns hier ein paar schöne Melonen mit, würde ich sagen, ne? Und das sollte dann doch auch, denke ich mal, ganz gut brauchen passen. Brauchen wir 2-3 Öfen? Nee, sowas brauchen wir nicht. Sowas brauchen wir nicht. Ich nehm's mal mit. Alles klar, nimm mit, was du möchtest. So, ja. Und Tim, bist du denn schon gespannt? Es soll wohl irgendwie dort hinten sein, wo wir schon öfters waren. Also ein bisschen abseits von Sympathia City. Beim Strand? Ja, irgendwie dort am Strand oder sowas habe ich gehört, ne? Ja, deswegen, wir können mal schauen. Hast du eine Spitzhacke auch mitgenommen? Oh, nee, warte, die hole ich schnell. Okay, dann würde ich sagen, hier ist es, Leute. Ich denke mal, die Leute, die schon ein bisschen länger am Start sind, wissen auf jeden Fall, was hier in dem Loch war. Falls ihr euch noch dran erinnern könnt, dann ist es auf jeden Fall mega cool. Falls nicht, ist auch nicht so wichtig. Aber dieser kleine Tunnel führt quer unter Sympathia City, könnte man fast sagen. Weil, ihr seht, der ist mega lang. Es geht sehr, sehr weit nach hinten. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. So, und hier sollen wohl zwei Löcher aufgetaucht sein. Und die wollten wir gemeinsam mit dem Tim anschauen. Einmal, ist es da? Ich glaube, das ist das Loch hier, genau. Dieses Loch. Und dann müssen wir irgendwie runter mit, gute Frage, wie wir da runterkommen. Ich teile einfach mal mein Inventar auf. Ich habe hier Leitern. Mhm. Backeln, noch ein paar was Deftigeres zum Essen. Wow, lecker, lecker, Hefen, ne? Ja, Fichte, Baum, ja. Spitzhacke, ja. Und Diamantschaufel. Ja, damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten, würde ich mal sagen, ne? So, dann gehen wir mal runter, würde ich sagen. Hier ist der. Hast du gehört? Da ist was explodiert. Da unten? Ja, ich bin gespannt, Leute. Vielleicht ist da schon irgendwas in die Luft gejagt worden. Ich weiß es nicht. So, wir schauen mal ganz kurz nach. Warte mal auf mich, ich komme auch nicht so schnell runter hier. Aber sei vorsichtig, Moment, ne? Oh. Ja, ich mach die Leiter wenigstens sicher, nicht so wie du. Was ist denn? Du musst aufpassen hier. Du siehst wahrscheinlich hier diese komischen Sandblöcke und sowas. Ich habe mal gehört, dass das Minen sein können. Auch andere Sachen, die verdächtig aussehen. Sowas wie Öfen und sowas. Also sollte man wirklich vorsichtig sein in solchen verlassenen Minen, weil das kann wirklich in die Luft gehen. Da sollten wir aufpassen und nicht draufspringen. Auf keinen Fall draufspringen. Kostet also was. Auf den Sand draufspringen. Oh, nein. Nicht drin, nicht drauf. Wir können ja mal schauen, wenn wir was drauf werfen, ob es dann auch explodiert. Warte mal. Und? Oh. Oh. Das fliegt da durch. Siehst du doch, das fliegt da durch.
Das heißt, da ist irgendein Hohlraum dann. Ja, ja, genau, das ist Treibsand. Das hier, glaube ich, auch. Ja, ja, siehst du das hier auch? Zack, bam, es verschwindet einfach. Oh, ja, ho, ho. Da müssen wir wirklich aufpassen. Gut, also ich spring da schon mal nicht drauf, damit das klar ist. Wir haben hier auch noch einen Ofen, sehe ich gerade. Der auch, ist es gleich hier auch? Ich weiß es gar nicht. Und aber hier sind Diamanten, guck mal. Nein, 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 pass auf, genau bei Diamanten muss man auch aufpassen. Weil Das sind Diamanten, da kannst du eine bessere Spitzhacke machen. Ganz ehrlich, Tim, wenn du willst, probier's aus. Aber ich bin raus aus dem Schneider. Geh da hin. Ja, Moment, 3, 2, 1. Oh Gott, Leute, das wird nicht gut enden, Ich geh in Deckung. Und. Lehn dich bloß nicht an, Tim, Moment, ich warne dich. Erst einmal hier, vielleicht finde ich, ob es eine Falle ist. Hier ist noch was. Das ist hundertprozentig eine Falle, pass auf. Was ist denn? Was? Das ist auch eine Falle, glaube ich, oder? Hier wird man zur Seite geschoben. Ehrlich? LOL, das ist auch eine Falle. Die wollen, dass man hier vorbeigeht und da reinfliegt nach dem Motto, ja, man kann hier vorbeilaufen. Ah! Tim! Ich hab's dir doch gesagt. Das explodiert hier einfach. Ja, aber... Alles gut bei dir? Ja, mir geht's... Ich bin ein bisschen benebelt, aber sonst... Ja, das bist du auch so. Von dem her alles beim Alten. So, ja, gut. Also wenn man hier nur zur Seite geschoben wird, kann man einfach links laufen. Das ist gar kein Problem. Solange du dich hier entlang läufst, sollte alles im Grün... Nein, Tim, da läufst du nicht entlang. Nicht entlang. Ja. Hier entlang. Wenn ich jetzt aber so einen Schutz baue, dann kann ich durchlaufen, dann soll das oder? Gehen. Ja, doch, ich denke schon, oder? Oh. Lol, das ist hier die Falle, siehst du? Oh Gott, pass auf. So, jetzt ist die Falle weg. Jetzt können wir ganz normal durchgehen. So, perfekt. Oh Gott, dieses Gras ist auch, glaube ich, nicht ganz koscher hier. Da musst du, glaube ich, auch aufpassen. Warte, da kann man den Trick machen. Aha. Ja. Fake Gras. Ich lock's mal. Also. Ah, das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Wir können mal ganz kurz hier buddeln. Ja, siehst du, das ist Fake Gras. Ich sag's dir doch. Hier. Bäm, da wärst du reingeflogen. Aber da wäre nichts passiert. Also man kann da durchlaufen. Oh doch, guck mal, die Kohle fliegt auch. Ich glaube, bei der Kohle ist alles beim Grün. Aber gut, ich würde sagen, wir schauen mal nach, was das Ganze jetzt hier auf sich hat. Oh. Was ist mit den anderen Bildern hier? Ich denke mal, da ist nichts Schlimmes hinter, oder? Wir können mal ganz kurz hier abbauen. Ne, da ist alles gut. Okay. So, was haben wir hier? Wir haben hier irgendwie so eine... Alter, schau dir das mal an. Das ist so eine verlassene... Dreckhöhle, könnte man sagen, hier ne? Hier sind noch Spinnen und... Alter, Tim, hast du hier mal gewohnt? Pat, nicht lustig, das ist jemand... Alter, Junge, hier werden, glaube ich, Leichen gelagert oder so. Junge, schau dir das mal an. Du Heilige, sowas in Sympathia City. Ey, das müssen wir eigentlich in die Luft jagen, ne? Aber... Ja. Ich weiß nicht. Ich habe kein TNT und ich glaube auch, wenn wir das hier explodieren lassen, explodieren hier die ganzen anderen Fallen. Deshalb sollten wir das, glaube ich, einfach lassen. Dann lass uns erstmal alles andere erkunden und lass danach einfach den abhauen. Raum hier weg. Genau, einfach weghauen. weg hier. Oh Gott, hier auf die Mine aufpassen natürlich nicht vergessen, ne? Hier. Ja. Nein, Tim! Ist gar nichts passiert? Ja. Ist keine Mine? Ich will da nicht durch. Der ich will Block, da nicht. Der Sand ist am Schweben, obwohl das gar nicht geht. Hä, ehrlich? Lol, doch, ich seh's gerade. Oh nein, ich gehe da auf keinen Fall drauf. Das kannst du knicken. Ich lass es. Komm einfach. Doch. Lol! Tim! Ich bin hier rechts hingeflogen. Hier. Hä? Okay, da gilt das Gleiche. Also bei diesem Sandblock da. Nein. Ja, das habe ich jetzt weg. Genug ausgetestet. Ja, genau, geh einfach weg hier. So, also dieses Loch hat mir schon mal gar nicht gefallen. Vielleicht ist das zweite Loch gleich ein bisschen besser. Man weiß es nicht, aber wir werden es auf jeden Fall erfahren. Oh. Ey! Alter, du bist aber ein Spinner. Okay, so, dann würde ich sagen, hier ein bisschen Holz. Ah. So, ab nach oben, würde ich mal sagen. Ab nach oben. Ey, ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. So, nee, jetzt ist okay. Okay, jetzt schon. Hör auf damit. So, okay, also wir haben hier noch ein zweites Loch, wurde mir gesagt. Wo ist denn dieses Loch jetzt hier? Hier nichts. Hier? Nee. Hier ist es, ich hab's gefunden. Wo bist du? Hier. Wenn du hoch, ja, genau. Ja, ich bin da. Und dann einmal nach unten hier ein paar Leitern. Oh, guck mal, das gefällt mir schon viel, viel besser hier, wenn ich mir diesen... Diamantos. Alter, Okay, Alter, guck dir mal diesen Bunker hier an. Junge, ein Goldbunker, was denkst du ist da drin? Diamanten, Gold. Ganz viele andere Erze, ja, genau. Alter, komm, Tim, kommst du mit? Kannst du den einfach öffnen? Scheint so, ne? Also anscheinend kann ich kein Schloss, vielleicht auch verdächtig. Müssen wir mal zweimal hinschauen. Lecker Smetter. Oh ja, hier ist auch alles ausgeleuchtet. Lecker Goldäpfel. Guck mal hier. Aber in der Küche haben die nichts drin, ne? Da haben die ein bisschen rumgegeizt, ne? Kennt man ja. Ja, da hat's Geld nicht mehr für gereicht, wa? Ein Fernseher auf einer Goldcouch. Aber ich meine, wir können uns ja erstmal hier hinsetzen und ein bisschen fernschauen. Ein bisschen Sympathia City schauen.
für Filme hier es gibt. Jurassic Park, Ghostbusters, T-Zone, Back to the Futures, John, Star Wars. Hm? Ja, also mein Lieblingsfilm Star Wars ist da dabei. Ja, Star Wars, Leute, ihr könnt ja mal jetzt in die Kommentare schreiben, was euer Lieblingsfilm ist. Und ich würde sagen, wir verbringen ja einfach die restliche Zeit, ne? Warum nicht, ganz ehrlich? Ist auf jeden Fall... Ja, doch. Genau, perfekt. Leute, ich würde sagen, das wäre es dann gewesen mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo da. Diese Höhle hat uns auf jeden Fall beiden gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und ciao. Tschüssle.